Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life. So, heute... Oh. Schneefall. Okay. Heute kommt Van, das ist sehr schön. Wir müssen mit Schneefall rechnen. Oh. Das bisschen Schnee, was da war, verschwindet schon wieder. Das Gras ist auch wieder schön grün. Es war aber ein kurzer Winter, muss ich sagen. Ein sehr, sehr kurzer. So. Hallo, Albedo. Einmal knuddeln. Auch dich. Einmal knuddeln. Schäfchen. Einmal knuddeln. Die gute Muna. So. Dich wollen wir auch mal knuddeln. So, dann holen wir raus die Milchmaschine. So, dann da drüben. Einmal alle melken. Oh, gut, dass ich sie gerade gemolken habe. Direkt ist sie abgezogen. So, wo sind denn hier? Na, wer bist du, Itzki? Guten Morgen. Wen haben wir hier? Jotsuba. Oh, schön, die zwei Schwestern nebeneinander. Das ist schön. So. Wo die anderen sind, keine Ahnung. Hoppala. Bleib ich einfach hängen. Untersuchen. Ha. Noch nicht fertig. Na dann. Gießen wir mal den ganzen Spaß hier. Okay, das war jetzt irgendwie doof. Egal, macht nichts. Ah, perfekt. Ja, ja. Ich bin mal wieder super schlau. Super gut unterwegs. Wie ein Depp. So, dann einmal düngen. Die Bäumchen hier. So. Schon wieder 8 Uhr, ey, und ich habe nichts gemacht. Moin, Matze. So, aber wo ist denn Alea? Nehmen wir die nochmal auf. Immer noch kein Ei. Oh, dankeschön. Aber da fehlt trotzdem eine Person. Ein Tierchen. Was ist sie denn? Einfach verschwunden. Frech. Das ist wirklich sehr frech. Naja, schauen wir mal, was hier so abgeht. Ach, noch zwei. Oh, warte mal. Oh, ob ich das... Ob ich das so schnell schaffe? Schnell was zu machen, dann zu verkaufen? Ah, ich weiß es nicht. Lass probieren. Bestimmt sind sie gleich weg. Komplett umsonst gerusht. Nein, nicht nach Zutat. Nach Rezept. So, Suppenmilch. Ich will Milch machen mit der normalen Milch. Also Milchsuppe mit der normalen Milch. Und dann machen wir noch eine Eiersuppe. Muss ja ein bisschen was vorhanden sein. Suppen. Eiersuppe. Ein Ei, weil ich nicht weiß, wo Alea ist. Ist einfach verschwunden. So, und jetzt schnell. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den Stand aufzumachen. Bevor die weg sind, weil Van kommt ja später. Also eigentlich ist es egal. Okay, noch sind sie da und jetzt gehen sie weg. Nee, sind noch da. Perfekt. So, Stand eröffnen. Yes. Was will ich verkaufen? Das. Und kommen die zwei auch noch. Hi, Romana, willst du was kaufen? Guten Morgen. Oh, der Artikel. Normale Milch lächelt mich so an. Was möchtest du dafür? Weil du es bist. Warte mal. Das ist Essmilch. Ach, egal, weil du es bist. Ach, du meiner Treu. Vielen Dank. Du meiner Treu. Was ist das denn für eine Redensart? Ich hab noch nie gehört. Nochmal normale Milch. Ich will normale Milch haben. Ja, das ist Schnäppchen gewittert, ne, Omi? Schau mich nur um. Ich wünsche einen guten Morgen. Sie sind sehr liebenswürdig, aber bitte machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. Ich sehe mich ledig um. Ich sehe hier nichts nach Frau Romanes Geschmack. Wie bedauerlich. Ach, Mehlsuppe wäre interessant. Weil du es bist. 135. Meine Güte, das ist ja spottbillig. Okay, das hat er nicht gesagt. Was hat er denn gesagt? Grundgütiger ist das etwa. Oh nein, Moment.
Mich so bedürft den Preis dafür erfahren, 35. Meine Güte, das ist ein enormer Rabatt. Sie haben meinen aufrichtigen Dank. Ho, ho, ho. Ja, ja. Wenigstens einer, der gute Geschäfte zu schätzen weiß. Alter. Eiersuppe ist ja weniger wert. Das ist ja mal scheiße. Naja, egal. Was war nochmal ein normales Ei? 100. Er macht mir voll Minus damit. Sehe mich noch ein wenig um. Hat erwähnt. Bla bla bla. Dass ich mich nur umschaue. Sehe mich noch ein wenig um. Ich sehe mich nur ein wenig um. Kauft was! Oh, hier wo ich stehe, gibt es keine Musik. Und hier schon. Interessant. Egal, ich mache meinen Stand zu. So, ihr habt alle genug Rabatte bekommen. So, Milchsuppe, glaube ich, habe ich nicht mehr, oder? Habe ich jetzt alles davon weg? Nee, habe ich nicht. Lu! Hallo! Guten Morgen, wie geht's? Oh. So, brauchst du auch gar nicht fragen dafür. Ey, hier, nimm's ruhig. Alles nur für dich. So. Dann ist er gerade zu Hause. Sehr schön. Dass ich mit ihm einfach kein Event bekomme. Nur zu. Vielleicht geht es nicht mehr, weil ich mit Lumina mittlerweile verlobt bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eh das Gefühl, dass die anderen Events alle nicht stattfinden, obwohl ich die Herzen, aber anscheinend ist es echt so. Sobald man verliebt, verlobt, verheiratet ist quasi, so fast schon, gibt es sie nicht mehr anscheinend. Huch. Oh. Ja, ich weiß, wie man das macht. Oh, moin. Na, geil, mir scheint recht Mutter. Okay, er sagt auch mal dasselbe. Ich will ja raus. Okay, super. Ich dachte schon, ich darf hier nicht raus. So, aber wenn die alle hier unten stehen, was macht denn Lumina ganz alleine zu Hause? Gleich mal nachschauen. Die Arme. Oder ist sie gerade gar nicht im Hause? Oh, es scheint gerade niemand zu Hause zu sein. Wahnsinn. Ach, da bist du. Mensch, Lumina. Guten Morgen. Ah, hallo, Tanamo. Unser Garten ist wunderschön, nicht wahr? Sebastian kümmert sich ausgezeichnet um ihn. Ja, weißt du was auch? Ich kümmere mich auch bald ausgezeichnet um dich, denn nicht mehr lange, dann leben wir zusammen. Plätze. Hallo. Hallo. Plätze. Plätze. Ich mach dich gleich zur Lasagne, Mann. Plätze. Verdammte Scheiße, Plätze, Mann. Ach, geht doch. Ach, wenn Lumina dich schubst, wirst du wach oder was? Aber wenn ich dich antatschle und so, dann ignorierst du mich. Ganz ehrlich, das ist so ein Mobbing, ey. Was schneit's nochmal? Ach. Schau mal, wer da ist. Moin. Morgen, Dynamo. Hoffentlich können wir unsere Tage und Nächten genießen. Hast du noch Milch auf Lager? Halt, nanu. Machst du deinen Stand heute nicht auf? Nö. Heute nicht. Aber willst du Eiersuppe haben? Greif zu. Donnerwetter, vielen Dank. Ja, ich weiß, ich bin einfach übel krass. So. Da nach hinten kommt Cecilia und Van. Gibt es hier noch irgendwie Blumen oder so? Scheint habe ich ja alles weggelootet. Oh, was war das? Nee, das sind keine Blumen. Oh je, oh je. Ich habe nichts zum Verkaufen. Leute, aber die beeilen sich jetzt aber gut, ey. So, Takakura kommt, das heißt, ich kriege jetzt gleich Cash. Fett Geld. Haben wir hier denn nichts? Oh. Hi, willst du eine Eiersuppe? Ah, guten Morgen. Ein toller Tag zum Graben, findest du nicht auch? Oh, das sieht ja köstlich aus. Halt, ist das einfach mich? Und ab. Oh, das versüßt mir den ganzen Tag. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Gerne. Reden wir noch ein bisschen. Hm, was machst du denn hier draußen? Ich reite mir Plätze um. Auch wenn er mich manchmal nicht reiten lässt, weil er wieder am Pennen ist. Der ist noch am Schlafen. Oh, wieder eine seltene Blume. Jetzt haben wir schon 6 Stück davon. Oh. So blind bin ich nicht. Ich habe dich gesehen. Auch wenn, aber, ja, jetzt kann ich wieder runter. Hi, Matt. Hey, also das Essen von neulich, das war tatsächlich ziemlich gut. Oh, das freut mich, dankeschön.
Ja, Hui und Bester sind da oben. Also heute ist irgendwie so ein Chill-Tag, kann das sein? Reinspaziert, ich habe geöffnet. Ja, aber leider verkaufst du halt immer dasselbe. Bis nächstes Jahr wahrscheinlich. Zumindest war das damals so, dass man dann erst nächstes Jahr neue Sachen kaufen konnte. Oh nein, ich habe dich vergessen. Aber weißt du was, dann gibt es als Entschädigung Blumen. Mofo, Mofo, nimm ruhig. Mofa, Mofa. Habe ich sonst noch irgendwas für dich? Ja, willst du... Mo, Mo, Mo? Willst du eine Marmormilch? Okay, dann kriegt er ausnahmsweise mal eine Marmormilch geschenkt. Muff, Tanamo, Umo, Mo, Mo, Muff, Muff. Oha. Muff, Tanamo, Muff, 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 Muff. Das klingt so süß. Aber es ist auch witzig. Nicht da. Ja. Uiuiui. Die hat ein volles Herzen. Tja, leider kann ich die nicht heiraten. 5. Maximal. Oh, Gustava. Wie kann der nur 5 Herzen haben, aber sie mich so doll mögen, ey. Krass, ey. Aber Sully geht schon voran. Wo ist eigentlich hier... Warte mal, Gordy. Ah, der ist Mitte. Aber krass, ey. Wie ich schon krass mit den Leuten hier teilweise befreundet bin. Oh, süß. Kriegt man von Muku Muku irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht, wenn ich aus meinem Haus rausgehe. Weil man kennt es ja, ne? Haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Ich einfach random aus meinem Haus rausgehe, dass es dann irgendwelche Events gibt. Ganz ehrlich, ihr braucht jetzt nicht rumholen. Ich lasse euch jetzt hier... Oh, oh lol, schon mal, wer da drüben ist. Aber warte mal. Einer von euch schuldet mir noch ein Ei. Dankeschön. Ich heb die auch mal auf, ne? Vielleicht lässt du mir noch eins da. So. Da drüben ist Alea. Mensch. Und die gibt mir kein goldenes Ei. Aber hier holen wir noch unser Geld ab. Oh, 2300. Boah, ich habe 40.000. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich werde ja richtig reich hier. So. Schauen wir mal ganz kurz bei Van. Vielleicht hat er ja doch was. Wenn nicht, dann verkaufe ich zumindest das Zeug, was ich so habe. Moin. Also erstmal verkaufen. Was habe ich denn? Ich kann davon auf jeden Fall 20 verkaufen. 24 Stück. Das kann alles weg. Das kann weg. Das, nee, das behalte ich. Das kann weg. Und davon verkaufe ich auch eins. Und sonst nichts. Ja, mal schauen. 1700. Ja, okay. Machen wir so. Machen wir so. Ich möchte das kaufen. Kupferangel. Echt jetzt, weil ich beim letzten Mal einmal noch geangelt habe, darf ich die Kupferangel haben. Ah, du hast einen untrüglichen Blick für Qualität. Gerne nehme ich dir die alte Werkzeuge, die du nicht mehr brauchst, für einen angemessenen Beitrag ab. Wie wäre es mit 1000? Schreib mich, dass wir ins Geschäft kommen. Lass mich das Werkzeug abnehmen. Ja doch, ich kriege jetzt eine andere. Ich war jetzt gerade voll überlegt, voll am Überlegen. Da hätte ich vielleicht doch auf verkaufen gegangen. Aber nee, der gibt mir ja die neue. Was soll das sein? Nö, nö, das war's. Nice. Jetzt haben wir die geupgradete Version der Angel. Kriegt Nami noch das hier. Hallo. Nicht der beste Moment zum Planen, aber du, was du nicht lassen kannst. Krass, willst du es haben? Ich hatte zwar nicht gesagt, dass ich es haben wollte, aber gerne. Mhm. Boah, ich werde das Spiel noch so oft durchspielen. Ach, du bist das Tachchen. Der verrückte Wissenschaftler, der hier lebt, hat keinen Schimmer davon, wie man mit einer Dame redet. Okay, und was bringt das jetzt, diese Info? Oh, hallo. Ich forsche Eigenmodell geothermischen Energiesystems, wieder das wahrhaft beachtlich leistet. Mein Kasselbau wird damit betrieben. Okay, das wissen wir alle schon. Dab, 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 dab. Ratzap, zap. So. Ich wollte ja eigentlich aus... Oh, warte mal, ich kann ja mal hier reingehen. Oh, Rock. Tanamo, was geht? Bist du für eine kleine Hausparty hier? Leg die Füße hoch, entspann dich. Ist jetzt nicht so, als würde mir hier alles gehören, aber trotzdem.
Dieses Zimmer ist irgendwie öde, oder? Auf so eine schlichte Deko fahre ich nicht gerade ab. Aber was soll jemand machen, stimmt? Du willst wissen, was ich den ganzen Tag so mache? Naja, das höre ich auf. Pass auf, ich verrate dir ein Geheimnis. Ich mache gerade große Pläne, was richtig heftig ist. Ist also egal, wie es für dich aussieht. Ich hänge nicht den ganzen Tag einfach nur rum, kapiert? Mach eine Pause und schalt ab, Alter. Und hey, du kannst ja auch gerne pennen, wenn du magst. Ha, war nur Spaß. Mach eine Pause. Okay. Schade, dass er nicht hier drin ist. Hey, gibt's dieses Milchvertrinken gar nicht mehr? Oder habe ich es einfach. Oder war das. Ist es nur im Herbst? Keine Ahnung. Oh, moin, Takakura. Bin jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz hier reinrennen und wieder rausrennen. Vielleicht gibt's hier ein Event? Nein, leider nicht. Vielleicht, wenn ich hier rein und raus renne. Weil es ist halt wirklich. Keine Ahnung. Andere Triggerpunkte oder so, keine Ahnung. Das ist alles. Wird bald blühen. Blüht jetzt. Ah ja. Vielleicht ist ja heute Abend soweit, dann kann ich das andere vielleicht schon haben. So. Oh, Lou ist da. Hallo Lou. Ja, was ich will mal gucken, was jetzt eigentlich der Unterschied bei der Angel ist. Werden damit irgendwie die Köder krasser oder keine Ahnung? Ah ja, die Köder, die Fische meine ich. Oder werden die schneller geangelt oder... Ich habe keinen Plan. Komm, beiß an. Du sollst anbeißen. Ah ja, geht doch. Bam. Oh, ein großer Masu. Was mir übrigens auffällt, ich spiele hier am PC mit dem PS5-Controller und auf der PlayStation 5 selber sind die Motoren und alles ja richtig geil. Also das fühlt sich wirklich so unglaublich gut an. Aber wenn ich am PC irgendein Spiel spiele, dann ist es wie, dann vibriert das halt so wie jeder andere Controller. Als hätten die irgendwie gesagt so, nö, am PC nicht. Boah, großer, gefleckter Saibling. Tatsächlich, habe ich das Gefühl, ich krieg bessere Fische damit. Oder es liegt am Winter. Aber ich denke tatsächlich, dass es an der Angel liegt. Deswegen, ja, glaube ich, dass es so ist. Ich habe gelesen, dass wenn man die krasse Angel hat, dann kann man anscheinend im Meer richtig coole Sachen angeln, aber... Ja, keine Ahnung. Okay, ein Baby. Dann angeln wir doch mal da drüben. Ich auch mal gespannt, ob sich hier was ändert. Dann kann ich ja mal gucken, ob hier Mofu Mofu irgendwie auch Fische mag. Den habe ich aber schnell die Freundschaft gepusht, ey, Wahnsinn. Also wirklich sehr schnell. Naja, komm heraus. Wakasaki. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war halt einfach gerade Glück. Weil jetzt kriege ich irgendwie nur noch die Babys. Ach ja. Okay, der hat ja mal gar keinen Bock. Aha. Ja, okay. Alter Schwede. Das hat jetzt wirklich lang gedauert. Auch das Rausholen dauert gerade ein bisschen. XXL Wakasagi. Wahnsinn. Okay, ich habe doch hier Masulein. Das ist der kleine, glaube ich. Hier willst du den haben. Mofa Mofa? Ja, nimm nur. Mofa Mofa. Na, jetzt Alter, wie viele Geschenke man ihm machen kann. Muff, muff, Mofa. Muff, 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 huhn, muff, huhn. Oh, ich krieg ein Geschenk. Eine Schallplatte. Mofa Mofa Muff. Oh, geil. Froher Herbst. Herbst. Ich bin zwar im Winter, aber ja, klar, warum nicht? Hey! Salomo, wie geht's dir? Erdbeeren, bla bla. Scheiße. Glaubt ihr, ich schaff's noch, wenn die Fische zu verkaufen? Oh, 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 schneller! Schneller! Oh mein Gott, ich glaub nicht, ich glaub nicht. Ich glaub, der macht ja um 17 Uhr zu, oder? Oh mein Gott. Ah.
Also wenn er jetzt gleich zumacht, ne, da habe ich es ja auf die letzte Sekunde geschafft. Den her. Den her. Wieso muss ich da auswählen, wie viele, wenn ich nur eins davon habe? XXL nur 80. 80, 100. Alter, nur der große gefleckte Saibling ist was wert. Ja, komm, gib mir das Kleingeld. Hm. Nee, das war alles. Naja, oh nee, der ist echt noch länger da. Oh, so ein Schmatz. Und ich dachte schon, ey, ich bin voll spät dran. So, kann ich denn wieder hier? Okay, sehr schön. Ich kann wieder. Milken. So, hallo. Vielen lieben Dank. Hallo. Vielen lieben Dank. Hallo. Vielen lieben Dank. So. Lass ich euch mal wieder rein. Oh lol. Achso, ich habe wahrscheinlich Erfolg gekriegt. So, dann gucken wir mal, ob das Futter soweit passt. Also jetzt aber mal hier Marmor, ey. Jetzt bist du aber schon ganz schön gierig. Zwei, alle beide leer gefuttert, ey. So, euch scheint es allen gut zu gehen. Das ist sehr schön. Das freut mich. So, wo sind denn jetzt meine Chicken? Da ist einer. Okay, du kriegst kein Ei. Euch zwei habe ich, glaube ich, eh schon. Ja, was für, glaube ich. Also weiß ich, die zwei habe ich schon. Dann, wie sieht's? Okay, du kannst... Was ist mit dir? Okay, danke, Van. Okay, ciao, Van. Ah, jetzt... Oh, was? Huch. Also jetzt Alea. Also Alea, was soll denn das? Volle Gesundheit, volle Herzen und gibst mir kein goldenes Ei? Sag mal, tickst du noch ganz auf? Oh, ich habe mal vorgekriegt. 5 Fische erhalten. Hä? Wie ein Fisch im Wasser. Für 5 Fischarten gefangen. Schon eins. Hä, wie 5 Fischarten? Das sind, ja, ach so. Wahrscheinlich habe ich sonst immer nur verschiedene Größen gehabt. Naja. Gut. So, dann machen wir das noch. Zack. Wie immer. Ich bin halt am Überlegen, wie ich das mit den Bäumen dann mache. Ich weiß halt auch nicht, ob es die große Fläche da hier wieder gibt. Also die hier, ob sie dann wieder gibt. Weil wenn ja, ich habe keine Ahnung, was ich da anbaue. Ob ich vielleicht die ganzen Bäume abreiße und dann da oben hinpacke, so habe ich es zumindest früher immer gemacht. Das hat sich schon sehr gut gelohnt damals. So, ich glaube, wir können heute soweit nicht mehr viel machen. Ich kann noch mein Zeug verkaufen. So. Die auch noch. Ja, und die hebe ich auf, weil das ist mir zu wertlos. Toll, da ist schon wieder. Ach ja, jetzt kriege ich aber die Erfolge hinterhergeschmissen. Okay. Super. Nicht super. Zack, zack. Bam. Okay, dann schauen wir doch mal. Was habe ich denn bekommen? Was ist denn da drin? Was für ein Erfolg. Fühlst du den Rhythmus? Besitzt insgesamt 5 Schallplatten. Ein Wunder, schon... Ach, das war nur die zweite Seite, deswegen. Ah, okay. Ja, ich konnte ja nach rechts blättern, hab's aber nicht gemacht. Schallplatte hinzufügen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Lied ist. Oh. Ein sehr lautes, auf jeden Fall. Okay, so geht es eigentlich. Dann ist es nicht ganz so... Das ist halt echt eine Sache, die nervt mich ein bisschen. Dass die Musik hier so extrem unterschiedlich laut ist bei den Schallplatten. Naja, ab... Hoppala. Ab ins Bett. Schaut die süßen Schafe an. Oh, schöner Traum. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüssi.